steht für heute genau das hier an. Super Meat Boy haben wir ja letzte Woche angefangen mit dem Speedrun. Und den werden wir heute weiter trainieren. Wir haben letzte Woche Kapitel 1 und 2 geschafft. Hier den Forest und das Hospital. Und vor uns stehen jetzt die Factory, die Hölle, Rapture, das Ende. Cotton Eddy gehört nicht dazu. Also diese vier Welten stehen noch vor uns. Vor allem die End wird, glaube ich, extrem schwer für uns werden. Aber wir fangen jetzt heute erstmal mit Factory und Hell an. Ich würde sagen, die beiden wollen wir heute mal schaffen. Und dann würde ich gerne am Ende einen kompletten Run machen von Forest bis Hell. Je nachdem, wie gut wir da drin sind. Und vielleicht haben wir dann heute schon die ersten vier Welten so ein bisschen drin. Deswegen fangen wir jetzt direkt auch mit der Research an. Das heißt, wir gucken uns hier wieder vom guten Apfelmann, John the Apple, die Tutorials an und versuchen das dann umzusetzen direkt in den Speedrun. So, das heißt, wir starten schon mal das Spiel. Und ich ändere einmal den Titel. Oh, ja. So. Beat the meat mit der. Bam. Noch ein bisschen leiser. So. Ich bedanke mich einmal bei Jago87 für 9 Monate. Er schreibt, bin da, kann losgehen. Knuffknuff Bliat hat für 16 Monate gesagt und schreibt Matthäus Haare. Haselnuss. Rocker hat für 6 Monate gesagt. Niho für 17 Monate und schreibt hallo, 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 hallo. Wela hat für 3 Monate gesagt und Failtris für 15 Monate. Während er im Hell-Level ist, läuft im Hintergrund das Hölle-Lied von Wolfgang Petri in Dauerschleife. Nee. Nee. Gar keinen Fall. So, ich bereite hier schon mal alles vor. Hier ist unser Timer. Den noch ein bisschen nach da machen. So. So. Dann sind wir hier im Prinzip Speedrun ready. Und wir fangen jetzt erstmal mit Videos gucken an. So, wir sind Kapitel 3 Factory angelangt und werden dort jetzt einmal reinlurken, was wir worauf wir achten müssen. Ich komme mal kurz hier, ne, aus. Hello, and welcome back to part 3 of my Super Meat Boy Any% Safe Stretch Tutorial. This video will cover Chapter 3, Factory. Hör auf zu singen! Also, wir sind hier in Level 1. Recht straightforward. Einfach an die rechte, also an Long Jump drüber. Hier unten drauf landen. Wall Jump. Hier hoch. Wall Jump. Hier gegen. Easy. Es gibt so eine alternative Methode. Okay, da kann man auf diese Säge warten. Holding direction neutral while performing the wall jumps should make them easier to aim. Warte mal, position neutral, also ich soll die Richtungstasten loslassen, während ich einen Wall Jump mache, oder wie? Okay, jetzt müssen wir gleich mal testen, wie sich das verhält. Das könnte, glaube ich, ein richtig asoziales Level werden. Also, wir achten nochmal drauf. Also, hier ein Jump drüber. Hier drüber. Hier drauf ein Long Jump zum Schlüssel machen. Den Salzhaufen hier nochmal überspringen. Rein, warten. Hier durch. Hier oben drauf am Ende und dann einfach direkt ins Ziel springen. Okay. Okay, warte mal, das müssen wir uns nochmal angucken.
Also, er dodgt den, indem er einfach einen Jump drüber macht. Dann macht er einen Walljump rüber zur anderen Seite. Slidet da an der Wand hoch. Mit dem Walljump dann einfach ins Ziel. Conveyor walls, if you jump right before you run into them, you will accelerate upwards faster than you would if you simply ran into them. What? It's fairly easy to jump into the first wall and it will save you around a second. It's harder to jump into the second one, but if you do, you can completely skip the third conveyor. What? You will accelerate up on these conveyor walls. If you jump right before you run into them, you will accelerate upwards faster than okay, you would. Okay, das müssen wir unbedingt üben. It's fairly easy to jump into the first wall and it will save you around a second. It's harder to jump into the second one, but if you do, you can completely skip the third conveyor. Okay, okay. Ja, und du musst an das Herz des Meets glauben. Es bietet Meet nicht TOS on Stream. Was? Wir schlagen ja nur den Flashklumpen. Ist alles safe. Ja, hier wird einfach hochgeslidet. Und das hier ist scheinbar einfach von Plattform zu Plattform und dann ins Ziel. Okay. Kann man anscheinend nicht viel falsch machen. Okay, warte mal. Also hier einfach durch, runter, einfach hoch. Also gar nicht stoppen zum Dodgen, sondern einfach durch. Okay, wenn man das richtige Timing hat, muss man hier nicht mal nochmal dodgen, sondern kann einfach durch. Und dann das Ziel. Okay, warte, das gucken wir uns nochmal an. Also man soll hier einen Insta-Stop machen. Und dann nach oben springen. Links die Wand hacken, hier rein, drüber und dann rechts vorbei ins Ziel. Ach, krass! Man kann einfach drauf stehen bleiben und die treffen einen nicht, vom Timing her. Okay. Insta-Stop einmal da benutzen. Sieht alles so geil smooth aus, Leute. Oh, ich will das auch können, dass das so bei mir aussieht. Okay, hier halten wir uns an der rechten Wand. Da geht's dann rüber, weil dann so ein langes Salzding kommt. Dann ist Ziel, okay. Okay, hier einfach in der Luft sich halten, während die Sägen rotieren. Im letzten Moment rüber, bevor die Sägen trifft. Und im letzten Moment dann hoch. Mit so einem Slide. Okay. Hier von Plattform zu Plattform. Da unten drauf und ins Ziel. There are many different ways to complete 315, and none of them are particularly dangerous. Here is my personally preferred way to do it. What? Warte mal, wie hat denn der das geschafft? Einfach hochjumpen, dann rüber, dann da wieder hin. Okay, das will ich auch hinbekommen. Das war ja mega geil. Ich hab grad in den Chat geguckt, ich muss mal. Okay, dann einfach da hoch. Schlüssel holen, auf die Plattform warten. Ganz nach hinten und dann jump ins Ziel. So. Okay, er geht nur rechts hoch. Dann geht er nur links hoch. Macht einen Walljump rüber und dann hoch. Okay. The fastest way to beat this boss is using Brownie Skip. Okay, und das sind jetzt alle Level. Man macht auch in Level 3, 1 bis 17 und dann Ziel, also in Bossfight. The method I will be teaching uses a technique called the Sprint Jump. What? Sprint jumps are useful in a few other places in the game. However, they are not easy to pull off. I decided to include it in this tutorial anyways. Because Brownie Skip is probably the most forgiving skip in the game. You can fail it 8 times and probably still come out even compared to racing Brownie the intended way. This skip will be the only time you will be asked to execute a sprint jump in my tutorial. Start the race by running to the right. Once you have passed under this window, jump. The ceiling that goes off to the right ends close enough to the level that you can cling to the wall above the ceiling. What? This is where you will be executing a sprint jump.
After clinging to the wall, and as you're holding left into the wall, you will release sprint, jump, and press down sprint again. To give you an idea of how fast to do this button combination, the release jump press happens within the span of a quarter second. What? If you have trouble performing it, I will link to another video in the description that will further explain how to perform. In einer Viertelsekunde soll ich Sprint loslassen, springen und Sprint wieder drücken. Okay, warte mal, wie würde das aussehen? Also, ich halte mich links. Also, ich springe, halte mich links. Ich springe gesprintet, halte mich links. Lass los, springen, sprinten. Okay. What? Okay. Okay, Chat. Lass es uns probieren. Ich muss hier einmal nur Restore. Spezial. Und dann den neuesten. Den da. Oder? So, und jetzt hier noch ein Links daneben. Oh, sehe gerade. Muss einmal den da machen. Dann jetzt nochmal auf die Super Source. So. Perfekt. Höre ich da eine Tastatur? Man kann das Ganze noch nicht mit Tastatur spielen. Tatsächlich benutzen alle Top-Speedrunner eine Tastatur. Eine Tastatur soll wohl dem Gamepad voraus sein. Auf hohem Level zumindest. Oh ne, warte. Ich will das noch nicht als Time-Run haben. Warte mal. Settings. Reset. So. Wir machen den und resetten. So, wir machen erstmal ganz normal Salt Factory. Easy peasy. Schalte mal bitte in Option den 2015 Track an. Es gibt schon Ohrenkrebs. Help. Settings. Das geht hier nicht, weil das die OG-Version ist. Deswegen geht das nicht. Okay. Also, wir fangen an. Fangen mit dem ersten Level an. Also, machen wir die Mauszeiger hier weg. Wie hat er das gemacht? Also ist einfach los. Sprung. Okay. Also wir springen. Wir wollen hinten drauf landen. So, das ist wichtig. Wir wollen hier drauf landen. Und dann von dort aus hier rüber. Also wir müssen mal das Timing für den Sprung. What? Wo sind wir? Eine Glitch World? Welcome to the Warp Zone? Na gut. Ist ja egal, ich will das gar nicht machen. Ich bin Any Percent. Also, wir müssen mal kurz das Jump Timing üben. So, wir wollen das auch consistent hinbekommen. Gut aus. So, hier meinte er, wir sollen mit neutralen Keys die Walljumps machen. Also. Warte mal, das habe ich noch nie gemacht. Ah. Okay, verstehe. Also, wir gehen hoch. Bob, Bob, Bob. Hop, hop.
Ich wusste gar nicht, dass man die Tasten gar nicht drücken muss. Okay, jetzt will ich noch ein bisschen trainieren. Ah, okay. Okay, wichtig ist, dass wir den Jump gut hinbekommen. Ich will nochmal zurück. Nochmal die Theorie machen. Also hoch, bam, 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 bam. Hier genau. Den Jump kommt so ein bisschen an. Den darf ich nicht zu lange machen. Weil ich sonst auf der Plattform lande. Das will ich nicht. Ich will gegen die Plattform kommen. Wichtig ist auch, dass ich schnell drücke hier, weil ich sonst zu weit oben an der letzten Plattform lande. Und dann passiert genau das mit dem Draufkommen. Okay, ich fühle mich aber mit Richtungskies tatsächlich etwas wohler. Ich werde also nicht diese neutrale Variante probieren, die er gesagt hat. Sondern ich mache es einfach so. Ist das hier vielleicht schneller einfach? Ich weiß es nicht. Da ist noch das Problem. Da muss ich, glaube ich, einfach versuchen, hoch zu sliden. Damit ich von der Plattform oben den Sprung machen kann. Oder so. So ist gut. Okay. Meint er nicht, ist er einfach präziser? Genau, er meinte irgendwie, dass es präziser zum Aim sei für manche. Aber für mich ist er anscheinend so angenehmer. So nail ich das hier viel besser. Hier ist, dass ich den Jump da irgendwie hinbekomme. Consistent auch. Hier muss ich kurz bevor ich auf der Plattform aufkomme, aufhören zu springen. Aber nicht zu früh. Das ist wichtig. Alles kleine präzise Movements, die wir da in unsere Muscle Memory einarbeiten müssen. Und das ist gerade erst Level 2. Also kommt mir auf jeden Fall schneller vor, die Variante. Okay, machen wir weiter. So, hier sollen wir durchspringen und darauf sollen wir landen. Okay. Dann kommen wir hier drauf. Und ich glaube, den einen Salzhügel, da sollen wir überspringen.
Also hier drauf. Oh, sehr gut. So, den sollen wir überspringen. Und da ist er sogar noch auf den letzten so drauf gekommen. Hat dann den Hügel auch übersprungen. Wie kriegen wir das auch so smooth hin? Der war zu lang. Auch zu lang. Der ging eigentlich, aber da war mein Jump-Timing nicht gut. Ja. Aha, ein bisschen zu früh. Das ist das Problem. Manchmal kommt man nur so ein bisschen auf der Plattform auf und man muss eine gewisse Zeit den Boden berühren, damit danach ein Jump registriert werden kann. Aber das war eigentlich ein richtig guter Try. Aber mir habe ich das Gefühl, dass es hauptsächlich Luck war. Aber kann man da hoch? Warte mal. Jetzt wird das reproduzieren. Dann könnte ich einfach oben lang. Dann müsste ich diesen ganzen Weg nicht zurückgehen. Nee. Hallo Deadly Jumper und hallo El Monolita. So, warte mal. Wie habe ich das geschafft? Vielleicht sollten wir uns erstmal aufs Normale konzentrieren. Aber wenn das gehen würde da oben, ne? Wäre der Ultra-Speedrun-Weg. Sind die 106% Super Meat Boy geschafft. War nur 22.000 Tode. Immerhin hast du nicht die 22.500 gebraucht. Ich glaube, das war ein guter Try. Wenn wir es so auch im richtigen Run hinbekommen, reicht es vollkommen aus. Aber hier muss ich irgendwie hoch. Aber wir gehen nochmal zurück. Jetzt müssen wir es smooth hinbekommen, hier die 4A. Nee. Der hat das gemacht. Der ist hier hoch. Und da irgendwie hoch. Das geht. Okay, scheint nicht so schwer zu sein, das Level. Muss nur diesen einen Jump dann bekommen. Ah, so. Okay, ich muss da hochsliden. Das verstehe ich. Und dann, während ich in der Luft bin, nach rechts wieder.
ein bisschen da unten. Na. Ich mach's für die ganze hinbekommen. So. Der war perfekt. Oh, ist gut. Passt gut. Komm, einmal noch. Einmal noch einen guten Run. Ich muss sagen, ich finde die Musik voll geil. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Trackmania. So. So, hier meinte er, wenn wir springen, kurz bevor wir da dran gehen, kriegen wir einen Boost. Okay, warte mal. First try! Ah, nicht ganz. Easy. Warte. Bam. Das ist ja richtig easy, das Level. Und ich nochmal. Ja, let's go. Da geht's. Next Level. So, hier war es dann einfach nur rüber. Ob hier müssen wir nicht diese Jump-Variante, wenn nicht zu hoch geht. Und hier dann so. Bam. Wollen wir nochmal. Bisschen smoother. Nein! So. Dann hier hin. Bam. So, hier konnte man einfach durch. Wir haben ihn nicht getroffen. Ah, ich bin nicht tot. Hier muss ich. Hier durch. Und hoch. Ja, gut. Das ist recht straightforward. So, genau. Hier sollte man so einen Stop-Jump machen. Also. Hier anhalten, hoch. Hier rein, Schlüssel holen und rechts vorbei. Ins Ziel. Machen wir nochmal. Easy. So, hier kann man einfach drauf stehen bleiben. Wir treffen einen nicht. Oh, okay, da habe ich falsch gestanden. Okay, ich muss aber genau auf den Blöcken draufstehen. Das ist wichtig. Komm schon. Mano! Gar nicht so easy, wie es aussieht, weil wenn man so ein bisschen fehlplatziert steht. Okay. Und noch einmal. Ich
gehe einfach ein bisschen weiter drüber. Damit ich mehr Trigger und dann auf jeden Fall runterkomme. So, aber sieht easy aus. So. Genau, hier soll man so einen Stop-Jump machen. Das heißt, hier rein. Und dann hier runter. So, hier sollen wir einfach an der rechten Wand hoch. Bis diese große Fläche kommt, die da. Dann gehen wir rüber. Und rein. Gehen wir noch einmal. In die Säge. Gut, das ist ein Autoscroller, das heißt, ich muss mich nicht hetzen. So, und hier war es einfach nur, sich in der Luft halten, bis die Säge durch ist. So, dann warten bis zur letzten Sekunde und dann rüber. Hochsliden. Und rüber. Hier warten wir auf die Plattform da oben. Und dann rüber. Und runter. So, warte mal. Das hatte ich nicht ganz verstanden. Achso, nee, warte. Ich glaube, der geht hier tatsächlich rüber. Oder? Hä? Schafft man den? Schafft man... Muss ich da links rüber? Ich glaube schon, oder? Aber ich kann mich nicht daran erinnern, das erste Mal... Ich dachte, der ist einfach straight nach oben. Ich meine, wir gucken mal ganz kurz ins Video rein. Hier. There are many different ways to complete 315. Schafft er das? Ah, so. Okay. Ah, fast. Okay, der letzte Jump da, der ist tricky. Okay, ich glaube, so macht man das. Also man macht quasi einen Walljump und geht dann wieder zurück zur Wand. So. Und hier war es einfach nur durch, Schlüssel holen. Das ist eh so ein bisschen so ein kleiner Autoscroller. Weil wir auf die Plattform warten und dann ins Ziel. So, und das ist 17. Hier ist er einfach nur an der rechten Wand hoch. Hat sich den Schlüssel geholt. Okay, ich hab schon verkackt. Also einfach nur rechts hoch ist er. Dann ist er nur links hoch. Ich glaube, im letzten Moment hier ist er nach rechts. Der letzte Jump ging dann nach rechts. Schlüssel. So, okay. Gehen wir nochmal. Okay, easy. Kriegen wir auch hin. So, und das ist schon das Ende.
weil die müssen wir nicht mehr machen. Und dann geht's los ans Boss-Level. So. So, und er meinte, hallo Hamu. Er meinte, man läuft bis zu diesem Fenster und springt dann hier an eine Wand, die aus dem Screen rausgeht. Ah, jetzt war ich dran. Hab's gerade gehört. So, und wenn ich an dieser Wand bin, mich links hage, soll ich Sprint loslassen, springen und dann wieder Sprint drücken. Und das alles in 0,25 Sekunden. Nicht mehr hoch. Zu weit. Das war zu kurz. Okay, springen. Springen, springen los aus dem Springen. Was meint ihr, man kann das 8-mal failen und dann ist immer noch even in einem Speedrun? Ich muss erstmal hinbekommen. Okay, jetzt waren wir in der Wand. Das war zu kurz. Wand. Wand. Knapp nicht mehr Wand. Wand. Zu kurz. Zu lang. Zu lang. Das war Wand. Zu lang. Wand. Okay. Das Timing ist ungefähr drin. Okay, oder nicht. Und ich soll, wenn ich an dieser Wand bin, sprinten loslassen. Springen und wieder sprinten. Ich meine, du springst etwas zu spät. Wenn ich zu spät springe, dann sterbe ich instant. Also dann zu reset. Oh, ich war gerade. Das war. Ich bin gerade durch einen Sprung gestorben. Das heißt, ich habe nicht rechtzeitig springen losgelassen. Sprint losgelassen. Da, wieder durch einen Sprung gestorben. Okay, ich treffe jetzt schon die Wand. Bin ich wieder durch den Sprung gestorben? Also Sprint, springen. Sprint, springen. Okay. Nee. Den Sprintjump will ich erstmal in einer sichtbaren Wand üben. Ja, also das bringt mir aber nichts, weil ich brauche ja genau die gleiche Wand im Endeffekt. Mit der gleichen Distanz auch. Ansonsten bringt mir das nichts, da zu üben. Okay, sprinten, springen. Jetzt habe ich wieder durch den Jump gestorben. Ich glaube, ich brauche so einen richtig tiny Jump. Ich glaube, ich halt springen zu lang gedrückt. Da an der Wand. Alter Schwede. Das Timing gerade gar nicht mehr rein. So.
Alter Schwede, warum ist das so hart? Ich glaube, das ist ein Sprung gelandet. Bis jetzt nullmal. Also, bin komplett geschafft. An der Wand landen tue ich recht oft. So, jetzt bin ich zum Beispiel durch den Sprung von der Wand weg gestorben. Das heißt... Ich lasse nicht entweder nicht schnell genug Sprint los oder ich springe. Ich habe die Sprungtaste zu lang gedrückt. Puh, Alter, das ist echt hart. Das Schlimmste ist, dass man es halt blind macht. Anscheinend so schon ein harter Jump und dann muss man es auch noch blind machen. Out of screen. Übt man das? Ich denke mal einfach versuchen und gucken, wie es sich verhält. Trial and Error. So, jetzt war ich gerade wieder durch einen Sprung von der Wand gestorben. Geht! Geht! Alter Schwede. Wir üben gerade einen Skip für diesen Boss. Dann kann man. Die Wand geht hier out of screen weiter. Und normalerweise, wenn man out of screen geht, stirbt man einfach. Aber die geht nur so weit weiter, dass man theoretisch an diese Wand dran springen kann. Die geht quasi. Und dann wird dann hier hoch und dann kann man rechts an der Wand entlang. Und das ist ein super, super tighter Jump. Man muss irgendwie 0,25 Sekunden sprinten, Sprint loslassen, springen und wieder sprinten. Das ist richtig dumm. Aber wir kriegen das hin. Okay. Okay. Das ist kein Thema. Hämmerst du wieder? Was hat er gemacht? Chat, ich hab mich zugeguckt. Ich bin auf jeden Fall momentan die ganze Zeit später als im Video. Aber wenn ich nicht hier springe, also hier muss ich springen, ansonsten schaffe ich es nicht an die Wand. So, dann passiert das. So, jetzt war ich an der Wand. Jetzt nicht mehr. Ah, okay, den Daumen gemacht. Wand. 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 Ich schaffe es auf jeden Fall an die Wand dran. Echt oft. Aber. Wenn ich einmal geschafft, da hochzukommen. Wir sind im Video nicht unter dem letzten Fenster abspringen, das mach ich doch. Das ist das letzte Fenster hier. Können wir gucken, ob es da irgendwie Visualisierungen gibt. Wie heißt es? Super Meat Boy. Brownie Skip. How to do the Brownie Skip in Super Meat Boy. This is a video on how to do the Brownie Skip. Ach, guck mal! Der ist im Death Mode drin, da sieht man die Wand. Ich muss mal hier das Game muten.
Guck mal, wie, die ist ja voll kurz, ich dachte, die ist viel länger. And from the beginning, what you're gonna do is sprint the entire time. And once you pass the second window, jump and hold left for the whole time. And then do a sprint jump. So let go of sprint, jump off the wall, and then hold sprint once you're off the wall. And then you're just gonna be holding left from there on, and you'll make it right around the wall and be able to finish the level. Warte mal, F1 zu Death Mode, geht das? Okay, warte mal. 1, F2, F3, F4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, schade, wir können nicht Death Moden. Okay, aber die geht ja wirklich nur. Hier ist die quasi. Warte. Hier ist die ja quasi schon. Okay, warte, ich spring zu spät, meint ihr? Ich habe aber das Gefühl, dass ich es einfach nicht schaffe sonst. So komme ich nicht ran. Wenn ich hier springe, dann komme ich nicht ans Fenster, also hier an die Wand ran. Okay. Dann gucken wir uns das nochmal an. Ja, guck mal, der verlässt hier den Boden, Chat. Hier, bei diesem Block, beim Ende von dem Block hier. Hier. Hier springt. Nee, warte. Hier springt er ab. Das war zu spät. Hier, das war ungefähr der Jump-Punkt. Früh. Das war zu spät. War schon fast gut. Aber wenn ich das mache, dann schaffe ich es nicht. Ich komme da nicht hoch. So, ich höre ja sogar, dass ich drankomme, so. Spät, aber ich bin dran. Okay, warte, wir ziehen uns mal den Kopf auf. Hamo hämmert jetzt. Dann könnte man den Timer ausblenden und verschieben, weil wir sehen nicht, was passiert. Da passiert nichts. Das ist bündig mit dem Screen, Leute. Da passiert nichts. Ich sehe auch nichts, was ich mache. Das ist ein blinder Jump. Man muss den blind machen. Das ist das Ding. Das Feld geht ein Teil weiter als das Screen. Was sein kann, der macht es ja hier Freestyle teilweise. So, wir müssen mal gucken, wenn er das retryt, wenn er stirbt. So, wo er genau abspringt. Warte mal. Alter Schwede.
Problem ist immer, wenn ich genau da abspringe, wo er abspringt, dann schaffe ich es nicht an die Wand. Ich schaff's nur, wenn ich dahinter abspringe. So, wenn ich hier abspringe, dann seht ihr ja. Oder warte mal. Vielleicht doch nicht, vielleicht steige ich einfach nur schnell direkt wieder von der Wand runter. Vielleicht muss ich einfach nur schneller Jump drücken. Nee. Wir versuchen gerade einen Skip zu lernen. Für Brownie. Ich glaube, zu früh die Linksdrehung. Also er sagt ja selber im Video, man soll springen und sofort links halten. Ja, hold left the entire time. Wir sehen nichts. Ich sehe auch nichts. Das ist ja das Ding. Da ist Ende vom Screen. Wir gehen quasi aus dem Screen raus und versuchen den Jump. Weil die Wand geht aus dem Screen raus noch weiter. Und hier ist doch im Dev-Video am Fenster, wo du abspringen musst. Das machen wir doch. Chat. Also wir haben im Prinzip haben wir alle Sachen. Nur das Ding ist jetzt, wir müssen das Timing reinbekommen. Ich schaff das auch nicht so konsistent an die Wand dran. Death Mode. Ich weiß nicht, wie man den Death Mode triggert, ehrlich gesagt. Was ich nicht verstehe. Wieso komme ich nicht an die Wand dran? Das können wir mal probieren. Das können wir. Super Meat Boy. Das können wir mal schließen. Start. Ah, nee, nicht Start. Ach, ich trottel. Prophetees. Set Launch Option. Minus Death Mode. Gucken wir mal. Okay. Editor? Nee. Nee! Press F1 to play. Kann ich irgendwie in die Level rein? Load? Ja, Chat, wie soll ich hier was loaden? Palette. Rapture. Salt Factory. Kannst du was auf das Tastatur eingeben zum Laden? Ja, ich könnte was eingeben. Was müssen wir denn machen? Dann wird das Level laden. Levelname oder Levelnummer? Aber in welchem Format? Das ist die Frage. -3 - 10. Okay, probieren wir mal. 3 - 10. Minus. Okay, Minus ist ein Slash. Punkt, Komma. Okay, Minus ist ein Slash.
Tutorial. Ich will auch die Original-Level laden. Kopier das Minus, das ist eine gute Idee. Drei. Okay, Steuerung V funktioniert nicht. Ach da, minus 10. Okay, aber das ist das falsche Level. Wir machen aus irgendeinem Grund auch keinen Sound. Welches Level ist denn das? Ach, das ist 20, ne? Das ist ja das Boss-Level. Load 3 minus 20. Level loaded. Ah, ne. Aber was ist denn das Boss-Level? 3 minus, minus 21? Held load level. Level ID Boss Level Super Meat Boy. Können wir das laden? Kannst du hier in den Splits nachgucken? Brownie. 3 minus Boss vielleicht? Boss. 3 minus B. 3 minus... Hallo? Minus B. Ach, Boss 3. Boss 3. Sehr gut. Sehr gut, Chat. So, F1. Was? Ich will es aber... Nee! Okay, aber... Wie können wir das so lassen? Ja, mit der F1 spiele ich ja. Chat. Aber... Manu. Kamera oben. Kamera. Eins. Okay, wir müssen uns ein bisschen reinhacken. So? What? Okay, was mache ich hier gerade mit der Kamera? Animals. Okay, es funktioniert, aber wie können wir jetzt... Warte mal, so vielleicht? Warte mal, vielleicht müssen wir hier den Super Meat Boy... Objects... Waypoints... Tiles...
Pops, Any Pops, Light, Animal, Kamera. Brauchen wir rechts was dazu. Objects. Properties. Wie kann ich das Ding auswählen? Kann ich was anderes auswählen? Wo hier? Ich glaube, es funktioniert nicht so, wie wir es uns vorstellen. Hä? Ich habe hier eine Wand gebaut. Wie habe ich das gemacht? Hä? Wo kommt denn hier die Wand her? Sumaku und Eleon. Oh! Ah, damit zoome ich raus. Warte mal, mach mal Load. Boss 3. Damit wir das Vanilla-Level wieder haben. Kamera Properties vielleicht. Ach, Zoom. Warte mal, hier. 1. Go. F1. Kamera Properties. Hundert. Ach, die Linie hier müssen wir verschieben. Warte mal. Kamera, Properties, Zoom. Ja, die ändert sich nicht. Ah! Warte mal, jetzt haben wir die verändert. Machen wir mal minus 40. Minus 40. F1. Okay, warte mal, wir haben es irgendwie hinbekommen, dass es jetzt nach oben geschoben ist. Out. Boss 3. Kamera. F1. Ja, wir haben es eben geschafft, die nach oben zu schieben, aber... Zoom, Start Time, 1. Wie habe ich das eben geschafft, dass wir... gemacht haben. Hat irgendwer von euch noch Ideen, Chat? Was unter Parallax? Weiß ich nicht. Warte mal, da unten ist Objects, die increasen sich gerade. Warum increasen sich die Objects? Wir müssen irgendwie die rote Linie verändern, ja. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir bauen uns das einfach im sichtbaren Bereich nach. So, warte mal, ich mache nochmal Load. Boss 3. Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teils lang.
Eins, zwei, drei, vier hoch. Fünf auf den fünften ist es oben. Und eins, zwei, drei haben wir jetzt für den Absprung. Okay. Also wir schieben das alles quasi. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nach da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und wir haben drei für den Absprung gehabt, nach dem Fenster. Das heißt, hier ist es dann im Prinzip, oder? Chat, stimmt das so? Habe ich jetzt richtig nachgebaut? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, wir können hier reingucken. This is a video. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist eben damit. Das ist genau das gleiche. So, wo ist denn der Startpunkt? Das ist drei Fenster vor Absprung. 1, 2, 3. Hier so ungefähr. Das heißt, hier will ich spawnen. So, warte mal, ich soll springen, schon loslassen und dann wieder Sprint drücken. Okay, der hat zwei, wir haben zwei Blöcke Platz dafür. Das heißt, wir gehen in Death Mode, machen Props an, nee, Objects, Waypoints, Properties. So, wir haben zwei Blöcke, das heißt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich das Salz herbekomme. Dann nehmen wir das hier. Mauszeiger auf Salz und G drücken. Oder J? Nee. Warte mal, was passiert jetzt? Was passiert, wenn ich dagegen laufe? Jetzt verstehe ich's. Okay. Okay, ich muss wirklich. Okay. Ich glaube, wir kriegen es jetzt hin, Chat. Ich glaube, wir kriegen es jetzt hin. Vielleicht aber auch nicht. So, Launch Option.
So, mal erstmal die richtige Auflösung an. So, das ist die richtige Auflösung. Dann gehen wir auf Start Game. Und in Chapter 3. Hammerheimer darum, ja. So, wir gehen in Brownie. Das ist so schwer. Für alle, die sich fragen, was ich hier gerade mache, wir suchen einen Skip in diesem Level zu schaffen, bei dem wir aus dem Screen rausspringen, weil diese Wand verlängert immer noch aus dem Screen rausgeht, an dieser Wand hier hoch zu gehen und dann hier hoch. Allerdings muss man dafür einen präzisen Sprintjump machen. Das heißt, wir springen gegen die Wand. Ich kann es mal hier trocken machen. Also man springt gegen diese Wand. In dem Moment, wo man landet, lässt man Sprint los, springt wieder ab und hält dann wieder Sprint gedrückt. So. Prinzip. Das müssen wir alles blind machen. Alter Schwede. Ey, ich glaube, wir lassen es einfach. Ich glaube, wir machen einfach das Level ganz normal und lassen es einfach. Da haben wir höhere Erfolgschancen, als das da weiter zu probieren. Oh nee. Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie? Also, mir geht es nicht darum aufzugeben gerade, sondern einfach nur ein bisschen Progress zu zeigen für euch. Ich sehe halt nicht, dass wir aktuell Progress machen hier. Ich sehe halt auch nicht, was ich falsch mache. Da habe ich es berührt. So, ich schaffe hier die ganze Zeit den Sprung an die Wand. Oh, shit! Bock! Brownie!
Wir haben es einmal geschafft, Chat! So. Einmal ist keinmal, das soll ich halt auch sagen. Wir müssen eigentlich weiter trainieren. Bis wir zumindest einmal alle 8 Tries schaffen. Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Was man probieren kann, ist einfach keinen Sprintjump zu machen, sondern kleine Sprünge mit links gedrückt. Vermutlich einfach nur langsamer. Ich glaube, tatsächlich geht das nicht. Tatsächlich muss man, glaube ich, diesen Sprintjump machen. Muss das als Sprintjump machen. Ich glaube, es ist gar nicht möglich, den als Nicht-Sprintjump zu schaffen. Meine Vermutung ist einfach, dass man sehr präzise landen muss. Wenn man zu weit oben oder zu weit unten landet, das dann nicht funktioniert. Würde ich vor allem zu weit oben. Hey Nadine, was geht? Okay, was glaubt ihr, Chat? Wie viele Tode haben wir schon? Wie viele Versuche haben wir schon? Wir haben es bis jetzt einmal geschafft. Ich glaube, das war pures Luck. 2. 2 ist ein solider Guess, würde ich sagen. Okay, Chat, wir haben es einmal geschafft heute. Ich würde sagen, für den Speedrun benutzen wir jetzt erstmal die Slow-Route. Und ich übe weiter, auch mal offscreen. Vielleicht kriegen wir den dann ein bisschen mehr, mit mehr Konsistenz hin. Und können dann irgendwann richtig in den Speedrun einbauen. Weil im Prinzip, das ist ja so die Grundessenz von Speedrunning. Man eignet sich immer mehr Fähigkeiten an, irgendwelche Sachen schneller zu machen. Und baut die immer nach und nach ein, sobald man sie konsistent hinbekommt. Sobald diese Konsistenz da ist, ist es dann fest im Speedrun mit dabei. Und so kann man sich nach und nach verbessern und nach seine Zeiten auch verbessern. Und wir können es aktuell eben nur diese Zeit schaffen, die wir eben schaffen können, bis wir besser geworden sind. Das heißt, wir versuchen jetzt einmal das Level hier normal zu schlagen.
Nein! Ah! Warum ist Brownie so schnell? Falls euch wundert, wer da hämmert, Hamu ist gerade zugange und verschönert das Studio weiter. Ja! Okay. Reicht für Brownie. Ich würde sagen, fangen wir mit, okay, Chat, fangen wir mit Hölle an. Oder machen wir jetzt 1 bis 3. Brownie skippt bei Leon. Das Problem ist, weil alles offscreen passiert ist, habe ich keine Ahnung, was meine Inputs waren. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Das war einfach nur komplett random. Eins bis drei. Okay. Dann machen wir 1 bis 3. Okay, Leute. Hua. Unser Ziel ist es, halbe Stunde für Level 1 bis 3. Oder Welt 1 bis 3. Ist auf jeden Fall ziemlich spät abgesprungen. Ja. Das ist jetzt, aber ich weiß nicht, eigentlich sollte ich ja früher abspringen, meintet ihr. Deswegen bin ich verwirrt. Aber nehmt es erstmal hin. Ich übe weiter. Wir üben weiter. So, Chat. 1, 2, 3. Oh fuck. Falsche Welt. So, los geht's. Ah, fuck. Ich hab's verkackt. Oh, what? Ah, fuck, verkackt. Schnell weitermachen. Ah, das war auch nicht gut. Vielleicht muss ich hier so machen. Ich weiß aktuell noch nicht, welche Level kommen. Kann mich da mental noch nicht so richtig einstellen. Ich hab noch nicht so diesen Ablauf im Kopf drin. Was jetzt als nächstes kommt. Ich glaube, hiernach muss ich quitten. Ne, hiernach, genau. Ah, fuck. S. So. Weiter geht's mit 16, 17. Nein. Nein. So, raus und zum Boss. So, hier können wir uns ein bisschen Zeit lassen, das ist ein Autoscroller, das heißt, wir müssen uns nicht durchhetzen. Ah. So unnötig. Thank you.
Nein! Take your time, Leon. Take your time. Warum skippt man die? Für den Any Percent Run braucht man nur 17 Level. Für jede Welt. Und nach 17 Leveln kann man den Boss einer Welt machen. Deswegen muss man für Any Percent in jeder Welt nur Level 1 bis nur 17 Level machen. Und manche Level sind halt nicht angenehm zu machen oder gute Runkiller und deswegen sind die rausgenommen oder sind halt einfach länger. Diese Tiere tödlich? Nee, die laufen selber einfach in den Tod. So. Welt 1 in 4 Minuten. So. Hier in der Welt müssen wir nicht rausquitten. Hier machen wir 1 bis 17. Und dann den Boss. Ah, fast. Na. Hier wollen wir runterfallen. Und dort unten auf der letzten Plattform landen. Das ist echt ein bisschen tricky. Wir müssen erstmal nach rechts, dann nach vorne. Und dann wieder nach rechts. So. Na, fast. Warte mal, ich glaube hier, wir hatten noch hier ein Setup. Ich glaube beim dritten Block muss man abspringen. Ah, komm, Neustart. Ich hasse Ventilatoren! Ich kann mit denen einfach nicht umgehen. So. Na gut. Nein, what? Muss schon sagen. Ah, nee, Mann. So. Das Krasse ist, wir sind trotzdem noch schneller als in unserem letzten Versuch. Ah, schade.
Oh, what? Das wird eigentlich nicht passieren. So. Nee! Nee! Das killt mein Speedrun! Fuck. Wo war ich? 7? Nee, fuck. Oh, fuck, Chat, wir waren 14, okay. Leute, wir haben immer noch einen Gold Split da gerade gehabt, Chat. Ich glaube, hier haben wir letztes Mal auch echt viel Zeit verloren. Oh Gott. Oh, hier noch ein bisschen raus. Mist. Oh, Mann. Ich komme nicht aus dem Loch raus. So, raus. Und zum Boss. Jetzt haben wir 13 Minuten gebraucht. Komm schon. Ah, sieht gut aus, Chat. Oh, ja. Viel, viel besser. Guck, wie viel Zeit wir da gut gemacht haben. 2 Minuten. So, ab in Welt 3. Was für die Devs? Klar. Es ist immer noch auf keinen Fall gut, aber es wird besser. Das ist die Hauptsache. Vielleicht zum ersten Mal, was wir da schon für ein Improvement haben. Noch hier ging's hoch, links, rechts, links, links. Nein! Ah, die Ecke da, ne? Das Level hier könnte auch ein guter Runkiller sein. Für die Zukunft. Wenn ich versuche irgendwie zu fancy zu sein. Wir machen es einfach safe. Einfach schon safe. Nein! Komm schon.
Ja, so ist schon mal gut. Kann ich sein, dass ich es nicht mehr so gut hinkriege? So, Sprung. Nee. Sprung dagegen. Dann kommen wir direkt hoch. Und rüber. Ah! Okay, das geht auf jeden Fall besser. Bin gespannt, wie gut wir hier sind. Ah, ich hätte nicht springen sollen. Das ist echt schwer für mich, muss ich sagen. Okay, ist nicht clean, aber es ist gut drin. So, nächstes Level hier nach Quitten. So. Ah ne, 11 machen wir noch und dann damit gequittet oder wie? Ah. Warum hältst du nicht an? So, jetzt wird gequittet. Dann gehen wir auf zu 14. Hier drauf. What? Das Ding hat mich aber richtig hart gebaitet. Ich dachte, die berühren sich oben. Ich glaube, ich werde niemals mit dieser Mechanik warm werden. Dass man nicht sofort springen kann bei Berührung. Okay, das geht auch. Ja! So, nach hinten. Niklas ist am Start. Oh Gott. Nein! Rechts hoch. Ich hab die ganze Zeit abgeräumt. Oh! Wir hätten es fast noch recycelt. Oh, jetzt. Nein! Das ist mein Ernst? Was lege ich denn hier für unmögliche Jumps an den Start? Nein! Okay. Was? 18 macht man? Das haben wir nicht so geübt, oder? Warte, haben wir hier eine andere Route?
Ah lol, ich muss einfach nur nach oben. Okay. So, jetzt raus. Exit to map. Schön den Brownie am Abhängen. So mag ich das. Bam! 19 Minuten für Welt 1 bis 3. Kein Brownie Skip first try? Nee. Kein Brownie Skip. So, aber. Wir haben jetzt neue Zeiten. Für Welt 1 bis 3. Ich würde sagen, wir fangen jetzt nochmal mit der Hölle an. Und morgen versuchen wir dann auf Welt 5 und 6 uns reinzuprügeln. Dann haben wir schon alles. Dann müssen wir das alles nur an einem Stück gut hinbekommen. Der Monster hat den Miboshi bereits 10.000 Mal gekillt, das stimmt. Aber hier gibt es ja keinen. So, das heißt, der Timer hier, der verschwindet für heute. Ja. Und wir gehen einmal hier in den. Mal Fullscreen wieder. So. Super Meat Boy. So, Start Game. Und, warte mal, geht Alt Enter? Nee. Ich glaube, wir müssen in der Super Source bleiben. So. So, jetzt fangen wir mit der Hölle an. Dafür haben wir hier. Hello and welcome Chapter to Nummer 5, 4. Where we will cover hell. So, wir machen die Musik hier erstmal aus. Hören uns erstmal einmal das Video an. Some of my favorite levels and some of my favorite safe strats. So I hope you enjoy learning these strats as much as I enjoyed creating them. Alles klar. For 4-1, you want to get to this spot before the vertically moving saw starts moving up. Okay. Wait for it to move up, then wall jump to continue the level. Das ist aber super slow, oder? Exit 4-1 and skip to 4-3. Das ist einfach nur wall jumps. For 4-4, start the level by dashing forward to hug this door. As it opens, jump up until you are at this spot. Wait a moment, then slide down this wall as the fireball rises up and wall jump under it. Okay. Hit this wall to stop your forward momentum, then drop straight down to wait for the moving platform. Once the platform arrives, do a short dash into an insta-stop to jump up to this wall. And wall jump to this area where you will wait for the platform to move back. Okay. To smoothly land on the platform, you will be sliding down the left wall. Finally, allow the platform to deliver you to Bandage Girl and finish the level. Mhm. Full speed einmal. Pew pew pew. So, jumpen, links die Ball haken. Und Ziel. Okay. Schwierig aus tatsächlich. Aber es gibt noch eine Safer Strat, da wartet man anscheinend. Ja, aber ich glaube, das Schwierigste ist der Part hier. Ob man dann hier hoch geht und dann hier runter slidet wieder. Das ist, glaube ich, der schwerste Part. Hier sind es einfach nur zwei Long Jumps into Bandage Girl. Ich warte mal, das muss ich mir nochmal angucken. Also, wir springen direkt zu der Plattform. Da hoch, da runter und rein.
Oh, das Level habe ich gehasst. Als wir das erste Mal durchgespielt haben, habe ich das Level hier gehasst. Wir haben hier locker 50 Tode. 60, 70, 100 Tode gesammelt. Okay, man kann da stehen tatsächlich. Man kann da links in der Ecke stehen und auf die Säge warten. Damit könnte das tatsächlich easy werden. Genau. Das ist wichtig. Zu diesem Move benutzen. Wurde Boshi durchgespielt? Noch nicht, nee. Das Gute ist, einige dieser Sachen habe ich genauso selber bei meinem ersten Playthrough gemacht. Deswegen muss ich viele Sachen nicht lernen. Vor allem diese, zum Beispiel diese Portale hier. Die haben mich echt viel Zeit gekostet. Und dieser Spot hier, der war richtig asozial für mich. Weil ich dann immer hier in die Feuerbälle reingesprungen bin. Statt drüber. What? Man kann hier einfach einen Mega-Jump machen. Okay, den machen wir sowas von. Okay. What? Das sieht geil aus. Wenn man so ganz knapp über diesem Auge drüber hinweg geht. Also habe ich das damals aber nicht gemacht. Also man holt sich den ersten Schlüssel normal. Den zweiten holt man da und dann slidet man wieder hoch und holt sich den und geht dann wieder durch die Gap nach oben. Wie smooth er das macht! Und das mit der Geschwindigkeit. Das habe ich nicht mal ansatzweise in langsam so gut hinbekommen. For 15, as you're running forward, release your direction for the smallest amount of time before climbing up the far wall. Okay. Also kurz stoppen einfach. Ah, damit einen die Dinger nicht treffen. Verstehe. Okay. This is what happens when you don't release your direction. Ah, dann geht das womöglich nicht auf mit dem Jump. Verstehe. Warte mal, das war super schwierig für mich hier, dieser Spot. Um den linken Laser zu dodgen. Also wir gehen durch, hoch, runter, links, kurz und dann direkt nach oben. Hier drüber einfach. Dann haben wir es. Ich muss echt sagen, Hölle ist richtig geil. After completing 417, exit to map and skip to 419. For this level, all you have to remember is the following sequence. Wait, cross, jump. Wait, cross, jump. Wait, cross, jump. Ja, genau, genauso habe ich es auch gemacht. Das Schwierigste für mich war, dann hier runterzukommen lebend. Mein Gehirn! Denk genauso. There is a safe spot you can stand in to dodge the majority of his attacks. Starting from the higher part of the right side, count to the third block. If you imagine each block to be exactly as wide as one of Meat Boy's blood trails, the safe spot is somewhere between the right half of the second block and most of the third block. I like to stand towards the left of the third block. Now you only have to press jump 3 times to beat Little Horn. LOL!
And that's it for Hell. Next up, we will be covering Rapture. Okay. Was wirkt das Springen hier? Ich hab's nicht ganz hören können. Also, der Boss macht manchmal so Swipe-Attacks. Of the third block. Now you only have to press jump 3 times to beat Little Horn. So, der schlägt da links hin und dann swipet er so rüber. Deswegen muss man da drüber hinweg springen. Hier nochmal. Springen. Muss dann, das macht man nur, um die Swipes zu dodgen von ihm. Und der macht insgesamt 3 Swipes. Okay, Chat. Die Theorie haben wir. Jetzt setzen wir das Ganze in der Praxis um. Also, wir machen Level... Welche Level machen wir hier? Nee, oh fuck. Hello. Wir skippen 2, 18 und 20. Okay, 2, 18 und 20 skippen, Chat. So, starten wir neu. Also, wir gehen hier runter. Rüber. So, er hat hier gewartet, bis die unten ist. Und dann hoch, rüber und rein. Okay, geht das aber auch faster? Geht das noch richtig fast? Ich glaube, das ist das Schwierigste von allem. Smooth über diese Dinger zu kommen. Okay, noch später. Kann ich dieses ganze Ding da überspringen? Nee, aber was ich machen kann. Man kann ich nicht einfach so? Kurz warten und dann fallen lassen. Warte mal. Kurz warten, dann nach rechts. Kurz warten, nach rechts. Springen. Springen hoch, da. Bam! Die gleiche Strategie, nur schneller. Easy. So, was müssen wir hier machen? Rüber. Ach, das gibt mir ja. Das gibt mir ja. Ohne, dass ich mich nicht dran erinnern kann. Ah, okay. Hier geht's dann einfach nach oben. Nochmal links, links, rechts, 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 links, links. Ich glaube, wir sind hier links lang. Okay, alles nochmal. Dann wird einfach nur hin und her gewollt schon die ganze Zeit und hochgeslidet. Okay. So, hier wollen wir einfach durch. So, und da oben wollen wir ganz kurz warten. Dann links. Genau. Na, nicht ganz. Kurz warten. Oh, nee. Kurz warten. Links. Kleiner Hopp. Ich glaube, du lässt dich sogar den Kilos für. Ein bisschen einfach so einen kleinen Hopp nach rechts machen auf die Plattform. So. Drauf. Oh Gott. Aber das ist die Theorie. So smoother hinbekommen. Easy. So, wir machen es nochmal. Wenn wir es zweimal hintereinander hinbekommen, dann gilt es als
geschafft. Oh! Das ist auf die Plattform sliden, das ist das Schwierigste, ehrlich gesagt. Weil ich da so ein bisschen panicke. So, zweimal geschafft. Was noch nicht? Also hintereinander. So, jetzt reicht's aber. Nächstes Level. Also wir machen hopp, 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 durch. Boah. Aber wie hab ich das jetzt erstmal geschafft? So, ich verstehe. Ich muss mich kurz ein bisschen runtersliden lassen wieder. Ich darf nicht ganz oben springen. Long Jump, Long Jump. Dann smooth durch die beiden Kettensägen natürlich. Bam. So, einmal noch. Easy. Okay. Ich war grad voll überfordert. Okay, ich muss auf diese Plattform da warten anscheinend. Dann hier rüber. Oh, das ist ärgerlich, wenn ich dann... Okay. Wie ging das nochmal da in der Mitte? Vielleicht muss man viel mit Sliden machen. Na, oh, hier rüber. So, ich muss den quasi erwischen. Dann muss ich rechts runter sliden. So, dann hier hin. Dann kann ich da stehen, wenn ich es richtig treffe.
Bam. Sehr gut, soll jetzt noch einmal schaffen. Alles gut. Easy. Das Timing muss ich erstmal wieder rausbekommen. In welchem man Bälle dodgen kann. Passt auf jeden Fall nicht. Ich habe Vermutung, dass ich tatsächlich. Oh. Da oben auf der nächsten Ebene ist das Problem gerade. Dass ich von dem mitgenommen werde. Ja. Okay. Krieg ich das konsistent so hin? Jetzt mehr warten. Ich muss mir nochmal ein richtiges Strat hierfür überlegen, wie ich das jedes Mal mache. Weil irgendwie ist es aktuell jedes Mal was anderes. So, wenn ich den Anfang gut hinbekomme, dann kann ich da drüber, dann da hoch, da drüber. Wenn ich den Anfang nicht gut hinbekomme, wie jetzt hier zum Beispiel, dann muss ich auf den warten. Okay. Schneller sein. Oh Gott. Oh. Lavabälle.
mein Ziel ist es, über den ersten drüber. Oh Gott. Wenn er kurz bevor er das Pit da vorne berührt. Dann den zweiten in der Mitte der Strecke überspringen. Und dann durch, bevor der dritte schon spawnt. So. Rüber, rüber. Und dann nicht sterben. Das ist quasi das Ziel. Rüber, rüber. Ja. Das ist echt hart. Um das schnell und sicher hinzubekommen. So, und jetzt, dann muss ich dieses Portal da treffen. Ich weiß nicht wieso. Das ist richtig schwer für mich. Was da vor dieser riesigen Lavawand schwebt. Wenn ich es genau hitten muss, ansonsten bin ich insta-dead. Seht ihr, was ich meine? Das ist ein ziemlich präziser Jump tatsächlich noch am Ende. Oh nein. Auf die Uhr gucken. Versuchen das Level noch zu schaffen, Chat. Dann machen wir morgen weiter. So hart für mich. Ventilatoren und Feuerbälle. Das ist mein Kryptonit in dem Game. Och, endlich. Endlich. Probieren es noch einmal zu schaffen. Ärgerlich. So, jetzt haben wir's. So, das heißt, wir sind jetzt zur Hälfte fertig mit der Hölle. Morgen geht's weiter mit Hölle. Und sobald wir mit der Hölle durch sind, gehen wir nach Rapture. Und falls wir Rapture auch schaffen, machen wir danach sogar noch das Ende. Das Ziel für morgen ist, einen kompletten Speedrun. Also das komplette Wissen für einen Speedrun zu haben. Und dann heißt es trainieren. Trainieren. Trainieren.